Hierher und danke für die Gelegenheit, diese vorweihnachtliche Phase auch nutzen zu können, um, wie man so schön sagt, Licht ins Dunkel zu bringen. Passt ja ganz gut in die Jahreszeit angesichts der Ereignisse, die sich aus polizeilicher Sicht eigentlich vollkommen klar darstellen, wo aber offensichtlich in den Reihen der SPÖ einiges an Verwirrung herrscht. Ich bedanke mich vor allem auch deshalb, weil mir der heutige Auftritt hier die Gelegenheit gibt, vor dem Bundesrat und natürlich auch vor den Augen und vor den Ohren der interessierten Öffentlichkeit meinen ganz besonderen Dank an alle Kräfte der Polizei zum Ausdruck zu bringen, an alle Kräfte der Polizei, die bei diesem Wiener Derby am 16.12. im Einsatz gewesen sind. Mein Dank gilt diesen Einsatzkräften für einen professionellen, für einen umsichtigen und natürlich selbstverständlich auch für einen ausgewogenen Einsatz, den sie dort durchgeführt haben. Und zwar nicht deshalb. Nicht deshalb, weil das vielleicht so lustig ist, wie manche behauptet haben, oder weil Polizisten das irgendwie gerne tun, oder weil irgendein Verschwörungspolitiker, der zugegebenermaßen ins Parlament, in den Nationalrat gehört, namens Bilz vielleicht glaubt, dass da irgendetwas geübt wird. Nein, nein, nein. Das sind alles nicht die Gründe, warum das so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat, mit Sicherheit nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, sondern der Einsatz ist so durchgeführt worden, weil es notwendig gewesen ist zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, weil es notwendig gewesen ist, um gefährliche Angriffe auf Leib und Leben abzuwehren und weil es notwendig gewesen ist, um zur Aufklärung von Straftaten beizutragen. Das sind die Gründe, warum es diesen Einsatz in genau dieser Form gegeben hat. Und wenn ich mich vorher bei den Einsatzkräften bedankt habe, dann meine ich alle Ebenen dieses Einsatzes. Das heißt, die Beamtinnen und Beamten vor Ort, aber auch diejenigen, die in den Führungsstäben gearbeitet haben, den Einsatzkommandanten, den Polizeikommandanten bis hinauf zum Polizeipräsidenten, der in dieser Sache, wie ich meine, notwendige und klare Worte gefunden hat. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist mir jetzt ein wichtiger Punkt, denn das ist eine Tatsache, dass es immer wieder die gleiche Gruppe von, nennen wir es einmal vorsichtig, einigermaßen verhaltensauffälligen sogenannten Fußballanhängern sind. Es ist immer die gleiche Gruppe dieser Ultras, die den Begriff des Fans in Wahrheit dazu missbraucht, um unter diesem Deckmantel Randaliererei und Chaotentum zu betreiben. Das ist doch die Wahrheit. Und die waren auch diesmal wieder der Auslöser des Polizeieinsatzes. Und jetzt stellt man sich als Opfer hin und als arme Hascherl. Ehrlich gesagt, es ist ein wenig schäbig aus meiner Sicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen klipp und klar, das hat mit Anhängertum nichts zu tun, das hat mit Liebe zum Fußball nichts zu tun. Im Gegenteil, ich halte solche Entwicklungen für eine gefährliche Bedrohung für diesen an und für sich wunderschönen Sport. In Wahrheit ist es eher ein Schandfleck, mit dem wir es hier zu tun haben, mit einer Art Unkultur, die hier eingerissen ist. Und ich kann an dieser Stelle, das sage ich Ihnen auch nur an die Zuständigen von Rapid, appellieren, hier die Verantwortung zu übernehmen und diesem Treiben auch von Seiten des Vereins jetzt endlich einmal einen Riegel vorzuschieben und durchzugreifen und nicht herzugehen und gemeingefährliche Aktionen dann einfach hinzunehmen, in der Öffentlichkeit zu verharmlosen, zu rechtfertigen oder vielleicht noch Leute dann dazu anzustiften, dass man am besten Klagen gegen die amtshandelnden Polizistinnen und Polizisten einbringen soll. Das ist nicht Verantwortung und ich sage den Herrschaften von Rapid klipp und klar in ihrer Führung, wo ja auch viele drinnen sitzen, die ihrer Weltanschauung angehören, dass andere Vereine das schon zustande gebracht haben. Und wenn man das nicht zustande bringt, dann ist das eher ein Zeichen des Nichtwollens als des Nichtkönnens. Und jetzt zum Polizeieinsatz. Wissen Sie, ich habe eine ganz andere Schilderung der Ereignisse für Sie mitgebracht, nämlich ein vollständiges Bild dieses gesamten Tages und ich werde Ihnen das auch im Staccato kurz erzählen. Das Ganze hat ja schon um ca. 12.30 Uhr begonnen am Bahnhof Hütteldorf und womit hat das Ganze begonnen? Mit dem massiven Einsatz von verbotener Bürotechnik, mit dem Abzünden von bengalischen Feuern, mit dem Einsatz von irgendwelchen Rauchtöpfen und man fragt sich dann schon, wie man denn als Bürger und als Passant dann eigentlich dazukommt, sich diesen Gefahren und diesem Chaotentum ausgesetzt zu sehen. Und ich halte es ehrlich gesagt auch nicht für einen besonderen Ausdruck der Fankultur, wenn man die Gehsteige rund um den Bahnhof mit den dort vorhandenen Toilettenanlagen verwechselt. Denn auch das ist etwas, was dort zuhauf passiert ist. Und dann geht die Sache weiter. Der nächste Punkt in diesem Staccato, das ist dann die U-Bahn-Station Karlsplatz.
Glauben Sie, dass Knallkörper und Bürotechnik, die dort abgezündet hat, dass das der richtige Ort dafür ist, um das zu machen in einer U-Bahn-Station? Was kann denn das alles auslösen? Aber es wird gemacht und dann geht's weiter am Reumannplatz. Nicht einzelne kleine Feuerwerke, sondern schauen Sie sich die Videos an. Da ist der gesamte Platz in Rauchschwaden gehüllt. Wie kommen die Leute dazu? Wie kommen die Passanten und Anrainer dazu, das alles hinzunehmen? Und ich frage Sie und ich frage die Verantwortlichen von Rapid, was bitteschön hat das alles mit dem Fußballsport zu tun? Was hat das alles mit dem Fußballsport zu tun? Und dann geht's weiter auf der Lahrberger Straße. Die Ereignisse nehmen an Fahrt zu. Es wird immer intensiver. Jetzt beginnt man mit den Dingen herumzuwerfen. Beworfen werden Häuser, beworfen werden Fenster, beworfen werden Geschäftslokale, beworfen werden unbeteiligte Personen. Passanten und Anrainer, die Antworten werden Sie bekommen, wenn ich mit meiner Einleitung fertig bin. Und wann das soweit ist, das bestimme ich und nicht Sie. Und hier werden die Leute beworfen. Und ich sage nur der Vollständigkeit halber dazu, ich erwähne das nur nebenbei, dass selbstverständlich auch die Polizisten, die sich in all diesen Phasen deeskalierend benommen haben, Gegenstand dieser Bewerfungen, Ziel dieser Bewerfungen geworden sind. Von hinten, was besonders fair ist, mit Knallkörpern und mit Schneebällen. Ich sage das deshalb nur nebenher, weil das ohnehin schon eine traurige Gewohnheit geworden ist und weil ich weiß, dass unsere Polizistinnen und Polizisten so professionell sind, dass sie sich von diesen Dingen nicht provozieren lassen. Aber anständig ist es trotzdem nicht und ich frage Sie noch einmal, was hat das alles mit dem Fußballsport zu tun? Und da passt es dann nur ins Bild zur Einkesselung, komme ich noch, dass man dann nach dem Spiel in einem Wirtshaus noch entsprechend Zechprellerei betreibt, weil man fluchtartig das Gelände verlassen muss und dann auch noch alles mitgehen lässt, was dort nicht nied- und nagelfest ist. Dann sind wir schon fast bei etwas, was man als Plündern bezeichnen könnte. Und jetzt komme ich zu dieser Anhaltung, zu dieser Einkesselung, die Sie problematisiert haben. Sie wissen ganz genau, dass es durch sogenannte Fans einen Beschuss der Fahrbahn der Südosttangente gegeben hat. Nicht nur durch Schneebälle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber auch das wäre schon schlimm genug. Denn wenn Sie dort unten mit 80 unterwegs sind und Sie kriegen unerwartet, weil Sie rechnen ja nicht damit, einen solchen Schneeball auf die Windschutzscheibe geknallt, dann wäre es nur eine natürliche Reaktion, wenn Sie das Steuer verreißen. Und ich möchte nicht daran denken, was passiert, wenn Sie dort mit Ihrer Familie unterwegs sind, auf einer der meistbefahrenen Straßen zu einer Stoßzeit. Sie verreisen dort das Steuer. Was kann dort für Sie, für Ihre Familie oder für andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer herauskommen? Und es waren nicht nur Schneebälle. Es waren natürlich auch Feuerwerkskörper. Es waren natürlich auch Getränkedosen, hauptsächlich Bier und Cola Whisky. Nennen wir es einmal Kultgetränk der Ultras. Ich gehe nicht davon aus, dass es Schwangere gewesen sind, die diese Getränke konsumiert haben. Auf jeden Fall sind sie auf die Fahrbahn geworfen worden. Das alles ist sichergestellt worden von der Tatortgruppe und wird jetzt entsprechend untersucht. Und wissen Sie, was das ist? Das ist eine vorsätzliche Gemeingefährdung. Das ist eine schwere Straftat, mit der wir es hier zu tun haben. Und wenn Sie dafür verantwortlich gemacht werden, dann drohen Ihnen bis zu 10 Jahre Freiheitsentzug und aus meiner Sicht zu Recht. Und das ist auch der Grund, warum es dann dort diese Anhaltung und diese Kesselung gegeben hat. Um festzustellen, wer diese Leute gewesen sind, die leichtfertig das Leben anderer Unbeteiligter hier aufs Spiel gesetzt haben, indem sie diese Dinge auf die Fahrbahn geworfen haben. Um die Identität festzustellen. Na, Moment einmal. Jetzt werden dann die Videos ausgewertet und da wird schon noch einiges nachkommen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja? So, und das sind Leute, die schon die ganze Zeit in diesem Zug gewesen sind. Das sind keine Leute, die zufällig in diese Gruppe hineingeraten sind, sondern die sind fixer Bestandteil dieses sogenannten Fanzugs, der sich dort in Bewegung gesetzt hat. Und es war zugegebenermaßen nicht allzu viel Platz, aber die Leute waren dort nicht hineingepfercht, so wie das immer wieder dargestellt wird. Die konnten sich dort drinnen frei bewegen. Ich rechne es Ihnen gerne aus. 2 Personen auf den Quadratmeter am Fußballplatz sind es 4,5 am Quadratmeter. Und dort halten es diese Leute sehr, sehr gut aus in ihren Fansektoren. Es war dort nicht sozusagen die große Freiheit vorhanden, aber man konnte sich ungehindert durch diese Masse bewegen. Die Leute waren zu jedem Zeitpunkt durch die Polizei informiert, warum etwas gemacht wird, was getan wird, was die Gründe sind und wie es weitergeht. Das sind also alles Komponenten, die ganz wesentlich sind, um eine Panik auszuschalten.
Und warum hat das Ganze dann so lange gedauert? Ja, dafür gibt es eine ganz, ganz einfache Erklärung. Es gibt nur eine Ursache und das ist die totale Verweigerungshaltung der meisten Leute dort drinnen und zwar über Stunden hinweg an einer ganz einfachen Identitätsfeststellung mitzuwirken. Sie wollten es einfach nicht und haben sich dagegen gewehrt und waren zu keiner Sekunde über Stunden hinweg kooperativ. Das ist aber auch kein Wunder, denn wenn Sie sich die 12 Gebote der Ultras durchlesen, werden Sie dort finden, keine Kooperation mit der Polizei. Aber die Polizei hat dort durchgesagt, über Lautsprecher wegen, lasst die Identität feststellen und dann seid sie in ein paar Minuten draußen. Das geht nämlich ruckzuck. Aber die Gegenpropaganda ist von drinnen gekommen, mit Megafonen und mit Sprechchören gegen die Polizei und der Druck gegen Leute, die dort drinnen sind und es sich vielleicht überlegt haben, dort mitzuwirken, sozusagen keinen Beitrag zur Identitätsfeststellung zu leisten. Und deshalb hat das so lange gedauert. Es hätte jeder dort raus können, wenn er nur seinen Ausweis vorzeigt. Das ist eine Angelegenheit von nicht einmal 2 Minuten, um das abzuklären. Und das haben auch einige getan, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und die Polizei hat dort auch durchgesagt, dass Frauen, Kinder und gebrechliche Personen vortreten sollen, dass es rasch geht mit der Amtshandlung, die eben notwendig gewesen ist. Die Reaktion war immer das gleiche negative Geschrei. Die Reaktion war immer die Aufforderung dieser Hardcore-Fanatiker namens Fans, dass die Menschen aufgestachelt werden, nicht an dieser Identitätsfeststellung teilzunehmen. Und das ist der Punkt. Und im Übrigen hätte auch jeder, wenn er auf die Toilette gehen hätte müssen, seine Identität feststellen lassen können, ganz wie in jede öffentliche Toilette benutzen. Es ist eine ganz, ganz einfache Übung. Er muss nur seine Identität feststellen lassen. Und dann herzugehen. Und dann herzugehen und zu sagen, man ist gefoltert worden und man musste so lange in der Kälte stehen. Das ist ja wirklich eine Verhöhnung. Das ist ja eine Verdrehung der Tatsachen. Das ist eine Perversion, möchte ich fast sagen. Das ist eine bewusste Agitation gegen die Polizei, die hier von sogenannten Verantwortlichen und Rechtsberatern in die Welt gesetzt wird. Es hat dort Identitätsstraßen gegeben. Das sind so Dinge, wo man sich anstellt und dann funktioniert es relativ schnell mit der Feststellung. Zuerst 3 in der Endphase 11. Eine solche Identitätsstraße schafft es zwischen 100, wenn es schnell geht, sogar 200 Personen in einer Stunde durchzuchecken. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nur wenn niemand mitmacht, dann dauert das alles seine Zeit. Und das ist der Grund, warum die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und wenn es jemandem zu kalt wäre, er hätte nur seinen Ausweis herzeigen müssen und der Aufenthalt der Unfreiwilligen in der frischen Luft wäre mit Windeseile beendet gewesen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, dass diese Identitätsfeststellung nötig war, das habe ich Ihnen gesagt, aufgrund der Vorfälle, was den Beschuss der Fahrbahn betrifft. Und die Ausbeute war ja auch eine relativ reichliche, nicht? Also haufenweise pyrotechnische Gegenstände, die dort sichergestellt wurden, eine Rauchgranate aus polnischen Militärbeständen, da kann ich Ihnen sagen, wenn diese Rauchgranate im Stadion zur Zündung gekommen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich eine Panik erlebt, weil die in Windeseile eine Nebelwolke entfaltet, das Ganze nebenher noch giftig, wo sie nicht wissen, wie Menschen reagieren, wenn sie diesen Dingen dann auch ausgesetzt sind. Haufenweise verbotene Pyrotechnik, die man gemeinhin dann als Sprengmittel bezeichnet, und haufenweise Knallkörper. Dann findet man dann, wenn alle das Feld geräumt haben, noch die entsprechenden Sturmhauben dazu, dann laufen also etliche solche Dinger, die man braucht beim Boxen, weil man seine Zähne vor Verletzungen schützen will. Fragen mich, was hat das alles mit Fußball zu tun, meine sehr geehrten Damen und Herren? Aus meiner Sicht hat es überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Und alles das ist gefunden worden, haufenweise Knallkörper, trotz der Tatsache, dass man vorher schon über Stunden in der gesamten Stadt herum ein Feuerwerk der besonders miesen Art veranstaltet hat. Also man hatte noch Restbestände, wohl mit der Absicht, diese Dinge im Stadion zur Zündung zu bringen und dort den nächsten Wirbel zu verursachen. Und dann sind wir schon nahe bei der Panik, abgesehen von den Dingen, die man damit verursachen kann. Ich weiß nicht, ob das nicht so klar ist, aber das kann massivste Verletzungen herbeiführen. Das kann Schäden, Gehörschäden verursachen bis hin zur Taubheit, Augenverletzungen bis hin zur Blindheit, den Verlust von Gliedmaßen und von den giftigen Dämpfen und Gasen, die dieses Zeug absondert,
spreche ich gar nicht. Ich denke, meine sehr geehrten Damen und Herren, das hat alles überhaupt nichts mit Fußballkultur zu tun, sondern das ist das Gegenteil davon. Und deswegen bin ich überzeugt, dass der Einsatz der Polizei nicht nur notwendig gewesen ist, sondern dass er professionell, umsichtig und verhältnismäßig abgelaufen ist. Und deswegen bedanke ich mich, bevor ich Ihre Fragen jetzt noch beantworte, nochmals bei der Polizei. Und Sie können mir glauben, dass den Polizistinnen und Polizisten nichts lieber wäre, als wenn sie diese Dinge nicht tun müssten. Allerdings gibt es, glaube ich, auch eine klare Erwartungshaltung der Bevölkerung, dass dann eingegriffen wird, wenn es um den Schutz von Leib und Leben und um die Aufrechterhaltung der körperlichen Unversehrtheit geht. Damit zu Ihren Fragen. Zu Frage 1 und Frage 1a. Es waren 637 Exekutivbedienstete der Landespolizeidirektion Wien im Einsatz. Zu Frage 2 und Frage 2a. Die Einsatzdauer der eingesetzten Exekutivbediensteten betrug durchschnittlich 10 Stunden, bei Teilkontingenten bis zu 14 Stunden. Eine Aufschlüsselung in die angefragten 8-, 10- und 12-stündigen Dienstzeiten ist mit den vorliegenden Aufzeichnungen nicht möglich bzw. verursacht einen derartig hohen Verwaltungsaufwand, der eine Beantwortung im Zuge einer dringlichen Anfrage nicht zulässt. Zur Frage 3. Im Stadion waren 8 Exekutivbedienstete im Sektor Nord, 10 Exekutivbedienstete im Sektor Ost, 9 Exekutivbedienstete im Sektor Süd und 10 Exekutivbedienstete im Sektor West. Die anderen Kräfte wurden alternierend zur Unterstützung der Inspektionskräfte je nach Einsatzverlauf eingesetzt. Aufgrund der Zeitvorgabe für die Beantwortung ist eine genaue Aufschlüsselung nicht möglich. Zur Frage 4, ja. Zu den Fragen 4a bis 4c. Die entsprechende Verordnung wurde am 13.12.2018 erlassen. Die Verordnung wurde auf der Homepage der Landespolizeidirektion Wien, auf der Homepage von SK Austria Wien und auf Twitter Landespolizeidirektion Wien veröffentlicht sowie an 34 Stellen des Sicherheitsbereichs ausgehängt. Die Verlautbarungen erfolgten am 14.12.2018, wobei der Aushang vor Ort zwischen 10 und 12 Uhr vollzogen war. Zu den Fragen 5, 5a bis 5f. Der Fanmarsch war nicht angemeldet und führte durch den Sicherheitsbereich. Die Beantwortung der Fragen 5a bis 5c und 5e bis 5f entfällt daher. Zur Frage 6. Die Südosttangente wurde um 15.05 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Um 15.10 Uhr wurden sämtliche Fahrstreifen in Richtung Süden und der äußerst linke Fahrstreifen in Richtung Norden wieder für den Verkehr freigegeben. Zur Frage 7 um 15.03 Uhr. Zur Frage 7a. Es handelte sich um Schneebälle, Getränkedosen und pyrotechnische Gegenstände. Zur Frage 7b. Eine exakte Beantwortung ist erst nach Auswertung des Videomaterials möglich. Es waren jedenfalls deutlich mehr als 10 Gegenstände. Zur Frage 8. Befehl an den Abschnittskommandanten zur Anhaltung, Identitätsfeststellung, Durchführung von Sicherstellungen, Beweissicherung und Information der Angehaltenen über die Maßnahmen. Zu Frage 9. Bis jetzt konnten keine namentlich bekannten Personen ausgeforscht werden. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertungen der Videoaufzeichnungen, sind noch im Gange. Zu Frage 10. Am 16.12.2018 um 11 Uhr fand die Sicherheitsbesprechung unter Teilnahme der Wiener Linien statt. Die Wiener Linien haben beschlossen, einen eigenen Sonderzug einzusetzen, der direkt zum Stadion fährt. Der Eindruck, dass Stationen gesperrt waren, ist nicht richtig. Zur Frage 10a, nein. Zur Frage 11. Jene Personen, die sich auf der Brücke befanden, hielten von sich aus an und verharrten dort. Aus der Personengruppe wurden von dort aus Gegenstände auf die Südosttangente geworfen. Der Befehl zur Anhaltung des weiter zuströmenden Fanmarsches erfolgte um 15.06 Uhr. Der Befehl erging vom behördlichen Einsatzleiter an den Einsatzkommandanten. Zur Frage 12. Ausgangslage war 500 bis 800 Personen, die sich von Hütteldorf aus in Bewegung gesetzt hatten. Tatsächlich waren es dann mehr, da es auch am Reumannplatz zu einem Zustrom kam. Zur Frage 13. Aus polizeitaktischen Gründen war es an dieser Örtlichkeit möglich, die gesetzlich vorgesehene Befugnis der Identitätsfeststellung gegenüber allen Betroffenen in verhältnismäßiger Weise und ohne Anwendung von körperlichem Zwang oder Einsatz von Waffengewalt durchzusetzen. Zur Frage 14. Es wurde überlegt, Frauen und Kinder rasch aus diesem Bereich abziehen zu lassen. Zur Frage 14a. Um 15.19 Uhr konnte eine Familie, Vater, Mutter, Kind, wahrgenommen werden. Diese konnte nach Identitätsfeststellung den Bereich sofort verlassen.
Zur Frage 14b. Mittels Lautsprecherdurchsagen wurde informiert, dass gebrechliche Frauen und Kinder nach vorne kommen sollen, damit sie zuerst beamtshandelt werden. Diese Durchsagen wurden wiederholt durchgeführt, damit sichergestellt ist, dass die Information für die Zielgruppe vorhanden war. Zur Frage 14c, ja. Zur Frage 15. Die Anhaltung begann um 15.09 Uhr, die letzte Identitätsfeststellung erfolgte um 21.55 Uhr. Zur Frage 16. Die Exekutivbediensteten hatten die Möglichkeit, die Polizeiinspektion im Stadion aufzusuchen. Darüber hinaus gab es keine sanitären Einrichtungen. Zur Frage 16a. Durch Versorgungswagen wurden Tee- und Lunchpakete gebracht. Zur Frage 16b. Es wurde Wasser und Tee angeboten. Zu den Fragen 17, 17a und 17b. 1375 von 15.09 Uhr bis 21.55 Uhr. Es wurden Kontrollstraßen eingerichtet. Am Ende waren es 11 solcher Straßen. Zu Frage 18. Die Anzahl der Anzeigen kann erst nach der Auswertung des vorhandenen Beweismaterials bekannt gegeben werden. Fest steht, dass es jedenfalls zu hunderten Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz kam. Es kam auch zu gerichtlich strafbaren Handlungen, etwa zu vorsätzlicher Gemeingefährdung und zu tätlichen Angriffen auf Beamte sowie zu Übertretungen des Sicherheitspolizeigesetzes. Es kam in diesem Bereich zu keinen Festnahmen. Zu Frage 19. Es wurde informiert, dass strafbare Handlungen begangen wurden und somit die Identität der Personen festgestellt werden wird. Diese Information erfolgte über Lautsprecherdurchsagen, teilweise persönlich durch die szenekundigen Beamten und durch Verteilung von Infoblättern im Zuge der Identitätsfeststellung. Zu Frage 20. Informationen über den gemäß § 49a Sicherheitspolizeigesetz eingerichteten Sicherheitsbereich wurden von den Beamten mitgeführt und aufgrund des hohen Bedarfs ab 15.40 Uhr vor Ort nachgedruckt. Zu Frage 21. 22, davon drei Abtransporte von Personen. Zu Frage 22, Wiener Rettungsdienst und Ersthelfer der Polizei. Zu Frage 23, nein. Zur Frage 24. Insgesamt waren 5 Sanitäter am Einsatzort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend die Gelegenheit des heutigen Auftritts hier noch nutzen, dass ich allen Polizistinnen und Polizisten ein frohes Weihnachtsfest wünsche, dass ich mich für Ihren Einsatz in diesem Jahr 2018 ganz herzlich bedanke und Ihnen alles, alles Gute für das Jahr 2019 wünsche und vor allem, dass Sie jedes Mal unverletzt und gesund wieder aus Ihrem Dienst nach Hause kommen. Der Innenminister war das, Herbert Kickl von der FPÖ. 24 Fragen, die die SPÖ dringlich an ihn gestellt hat, hat er beantwortet.